leise hat man es im Vorfeld selten. Hallo und herzlich willkommen zum 7. Club Talk hier in unserer CEF Lounge. Der Talk wird wie immer präsentiert von Digitaldruck Klutzeweit, unserem Partner. Schön, dass ihr alle hierher gekommen seid, ausverkauftes Haus. Schön, dass das Publikum hier wieder so frenetisch hier ist. Hallo! Machen wir mal, bevor wir den Schwenk hier oben auf die Bühne kommen. Irgendeinen Knopf muss ich nämlich hier, glaube ich, noch drücken. Die Uhr wird mich erschlagen, weil unser Schneidemeister, unser Tontechniker hat Probleme, wenn wir hier immer überziehen. Und deswegen habe ich hier so eine Uhr. Nachdem es bisher nie geklappt hat, erwarte ich auch heute irgendwie nichts Spektakuläres. Das letzte Mal hat sie einfach gebimmelt, während wir fleißig am Talken waren. Sind wir mal gespannt, was da heute noch alles dazwischen kommt. Schauen wir hier oben auf die Bühne. Der Mann an meiner Seite, heute mit dem gelben Sweater, Dieter Eckstein. Schön, dass Hallo. Du da bist. Der Mann nebendran, ich habe mal ein bisschen da so gegoogelt, was man da so sportlich alles über ihn findet. 2009 gab es da mal einen Zeitungsartikel als Torjäger beim SK Lauf 2. Da warst du Torschützenkönig. Schön, dass du da bist, Stefan Giesbert. Guten Abend. Der Mann, der eigentlich in ein rot-schwarzes Trikot reingeboren worden ist, in Nürnberg groß geworden, aufgewachsen seit der F-Jugend, 26 Jahre lang das rot-schwarze Trikot getragen, 272 Pflichtspiele für den Club bestritten. Schön, dass er da ist, Marc Oechler. Hallo. Schauen wir mal, 3:3 gegen Bremen. Eine Halbzeit, bui, und eine Halbzeit... Ja, respektabel. Dieter, hast du auch so einen Spagat gesehen oder waren die Halbzeiten näher zusammen? Naja, man hat es nicht so gesehen. Naja gut, also die erste Halbzeit war natürlich wieder typisch Club. Sagen wir mal ganz ehrlich, wie in den letzten Spielen. Ah, ja, Hoffenheim eine Halbzeit schlecht, Hertha eine Halbzeit schlecht. Und zweite Halbzeit, da haben sie dann das gespielt, was wir eigentlich erwartet haben. Und das 3-3, gut, sie haben zweimal den Rückstand aufgeholt, muss man auch wieder positiv sehen. Aber es war trotzdem viel Arbeit, ein hartes Stück Arbeit. Und der Punkt war letztendlich war verdient. Aber erst nach der Umstellung, ja, in der zweiten Halbzeit. Marc, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Mehr Grund zum Ärgern gehabt oder dann letztendlich hinten raus dann doch Freude? Ja, eher das Positive hat dann überwiegt, weil es dann noch ein Punkt auswärts war, ne? Nach 0-2 Rückstand und dann auch wieder aufgeholt und dann ist 3-2 kassiert, musste man eigentlich dann schon fast davon ausgehen, dass man mit leeren Händen wieder zurückfährt. Ich sehe es ähnlich wie der Eckes. Erste Halbzeit ist völlig an uns vorbeigelaufen. Gott sei Dank sind wir eingeladen worden dann zu dem Anschlusstreffer, weil der Abwehrspieler von Bremen unter dem Ball durchgelaufen ist und bis dahin hat es eigentlich den ersten FC Nürnberg nicht gegeben. Also er war zumindest nicht auf dem Platz. Und zum 2-2 muss man ehrlich auch wieder sagen, danke an Bremen, dass sie uns die Seite aufgemacht haben und dann eben vollstrecken haben lassen. Danach haben wir eigentlich wirklich phasenweise gar nicht so schlecht gespielt und meiner Meinung nach war auch entscheidend die Umstellung. Ja, die Umstellung, dass der Kiyotake wieder über die Mitte gekommen ist, dass der Pekhardt vorne einen Sturmpartner hatte, der auch mal was gemacht hat. Das ist immer schwieriger für die Abwehr, wenn sie im Zentrum gegen zwei spielt, als wenn sich die beiden Abwehrspieler nur auf eine Spitze konzentrieren können. Und insofern war dann der Punkt auch verdient, weil sie wirklich ein bisschen was gemacht haben. Stefan Giesbert, jetzt habe ich ja nur die sportliche Karriere von dir ein bisschen angezeichnet. Du bist ja auch noch geschäftsführender Gesellschafter der Fürstgruppe, einer der großen Partner vom 1. FC Nürnberg. Wie sieht man denn momentan diese 5 Pünktchen nach 7 Spielen als Sponsor? Also Sponsor sind wir gar nicht beim 1. FC Nürnberg, wir sind Sponsor bei den Ice Tigers, da muss ich das jetzt leider hier an der Stelle korrigieren, aber ich habe natürlich einen großen Bezug zum 1. FC Nürnberg und
Habe das Spiel auch natürlich ähnlich gesehen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht viele zweite Meinungen. Du kannst natürlich nach einer 0-2 in Bremen auch schnell da untergehen. Also vielleicht vor 7-8 Jahren wäre das sicherlich passiert. Dann fährst du mit 6-1 oder 7-1 dann nach Hause. Und ich glaube, das Positive, was man da herausziehen kann, ist, dass du zweimal wieder zurückkommst. Wie die Wochen zuvor ja auch, dass die Moral offensichtlich stimmt. Pflichte hier dem Marc natürlich bei, die Umstellung auch auf 4-4-2, hat man sofort gemerkt, dass es wesentlich besser in der Offensive geklappt hat, wieso der Kiyotake da rechts außen gespielt hat zu Anfang, erschließt sich mir auch nicht ganz. Und deshalb kann man mit dem Punkt sehr zufrieden sein, denke ich, in Bremen. Die Umstellung letztendlich im Sturm. Warum braucht der Club immer erst eine schlechte Halbzeit, dann vielleicht die passende Ansprache, um dann in Tritt zu kommen? Wie kann man sich das erklären, dass diese Brüche in so einer Mannschaft immer wieder da sind und dass man die anscheinend nicht abstellen kann? Kanntest du das aus deiner Zeit als Spieler auch, dass man so unterschiedliche wechselnde Halbzeiten immer wieder hatte? Also man hat natürlich Phasen, wo es nicht so läuft. Wer das verneinen würde, der würde lügen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, es ist schon augenscheinlich und es ist oft so für mich als Betrachter, dass der eine oder andere nicht so hundertprozentig zurechtkommt. Ja, und auf der Position, wo er vielleicht dann hingestellt wird, oder aber er kann seine Stärken gar nicht hundertprozentig ausspielen. Also Thomas Becker zum Beispiel ist ja stark, wenn man über außen kommt, wenn er mit Flanken gefüttert wird, und ist nicht so spielstark wie jetzt zum Beispiel ein Robert Lewandowski vorne im Zentrum. Und deswegen tut sich der natürlich viel, viel leichter, wenn er noch jemand an der Seite hat, weil wie gesagt, es ist eben einfacher, wenn sich die beiden Abwehrspieler auf zwei Stürme mehr oder weniger einstellen müssen, als nur auf einen. Und meiner Meinung nach ist unser Spiel leider auch oft zu statisch. Ja, also wenn wir dieses 4-2-3-1 spielen, dann kleben mir die Äußeren eben zu stark auf der Außenbahn. Ja, und dadurch sind wir nicht flexibel genug, was ich dann ganz gerne eben hätte, um eine andere Mannschaft eben, um einen Gegner in Bedrängnis zu bringen. Da muss man heutzutage auch flexibel spielen, damit sich der Gegner nicht immer hundertprozentig auf die gleiche Richtung und auf das gleiche Spiel einstellen kann. Da hat es dir letztendlich dann ganz gut gefallen, dass ausgerechnet vom 2-2 den Mann, den du ja im Zentrum erwartest, der mit dem linken Huf die Flanke reingeschlagen hat und auf einmal ein Tor vorbereitet hat, Pickard. Ja, in dem Fall ist er dann über rechts gekommen, und aber der Eckes ist ja auch früher Stürmer gewesen, und da muss man ja auch sagen, für die Stürmer ist es einfacher. Wenn man die Stürmer fragt, was einfacher ist, wenn sie jemanden an der Seite haben, wo sich die Abwehrspieler auch nicht nur auf einen konzentrieren können. Und für unser Spiel, glaube ich, ist es auch besser, wenn ich sehe, dass der Kiyotake sich ja auch in der Mitte wohler fühlt. Und da ist es auch für den einfacher. Und das ist jetzt meine Position von früher gewesen, wenn ich hinter den Stürmern gespielt habe. Da ist es ja auch wesentlich einfacher, wenn ich auf zwei Leute spielen kann, also wenn ich aus dem Mittelfeld komme, als wenn ich immer nur einen vor mir habe. Ja, also es hat ganz einfach positive Sachen jetzt auch gehabt, offensichtlich die Umstellung. Und aber wie gesagt, im Prinzip müssen sie variabel spielen und müssen das auch spielen können, weil sonst würden wir ganz einfach auch in den Heimspielen auf einem schweren Posten stehen. Also Eggis, die Umstellung. Da muss man sich fragen, warum nicht gleich so. Ja, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Ja. Ja, er muss erst immer mit zwei oder mit einem Tor hinten liegen, bevor es dann irgendwann mal Klick macht. Und ich sag's ja immer, ja, wenn ich ein Spiel gewinnen will, und in Bremen, wir waren ja da gesessen, in Bremen hat es ja geheißen, wir brauchen dringend 3 Punkte in Bremen, und dann muss man mal gucken, wie es gegen HSV läuft. Da muss ich gleich von Anfang an ein bisschen nicht Harakiri spielen, aber dann versuche ich es halt mal mit zwei Spitzen, und da hat man halt einfach dann auch die Umstellung gesehen. Der Pickard, sei mal nicht böse, ja, also, ja gut, er hat alles, er ist viel gelaufen, alles drum und dran, der hat einmal aufs Tor geköpft,
Ja, linke Seite S-Wein, dem hast du die Schuhe zubinden können während dem Laufen. Ja, das war wieder eine Phase bei dem S-Wein jetzt am Samstag. Das war klar, dass er den in der Halbzeit rausnimmt. Und Gio Tagebau auf der rechten Seite, Sushi gegessen können, der ganze 45 Minuten. Ja? Und erst die Umstellung dann hinten dran an die Spitzen, wo er aufkleben ist, wo auch die Pässe. Das war ein überreichender, geiler Pass, wo er gespielt hat. Und da gehört er einfach hin. Pekert ist natürlich ein armer Hund gewesen, weil über die Außen kam gar nichts. Wenn ich so einen Kopfballspieler habe, dann muss natürlich über die Außen was kommen. Ja? Die Umstellung zwei Spitzen war positiv, das Spiel ging 3-3 aus. Jetzt müssen wir halt die drei Punkte gegen HSV holen, aus, fertig. Ja, aber warum nicht gleich von Beginn an so zu spielen? Haben die Spieler ihn im Training so getäuscht, weil irgendwas dabei gedacht muss, sie sich ja haben? Er wird sich schon was dabei gedacht haben, der Coach für die Aufstellung, ja. War natürlich erste Halbzeit ein bisschen unglücklich, zweite Halbzeit hat er es besser gemacht. Schauen wir mal jetzt gegen HSV, vielleicht macht das in der ersten Halbzeit besser, dass er gleich mit zwei Spitzen aufläuft. Kleiner Tipp halt nur. Ein Dan Danli, bisher, wenn er gespielt hat, immer gut gespielt. In Bremen hat er nicht gerade einen Sahnetag erwischt gehabt. Kann passieren, Marc? War unglücklich natürlich auch bei dem ersten Gegentor. Ja, aber er hat ja von vornherein, hat er vorher schon eine Aktion gehabt, wo er mal gewackelt hat, wo man schon gemerkt hat, uff. Na, ich muss gleich ein Veto einlegen. Da kann man dem gar keine Schuld geben. Da muss man gucken, wie die Situation entstanden ist über die linke Seite. Ja? Der Chandler war ja nicht auf dem Platz die erste Halbzeit. Und alle Angriffe gingen über die linke Seite, über den Casillas, über den Neue von Argentinien. Jeder Angriff. Zweite Halbzeit ging es besser. Da war er auch platt. Deswegen haben wir auch das 2-2 gemacht. Wo der Pekert ganz frei steht, war der Casillas an der Mittellinie gestanden, weil der konnte nicht mehr, weil in der ersten Halbzeit den Chandler totgelaufen hat. Ja? Und da kann der Bann ja nichts dafür. Und wenn er nicht an den Ball dran geht, wäre es abseits gewesen. Hinten dran nämlich der Hand gestanden ist, der war nämlich mindestens 1,5 Meter im Abseits drin gestanden. Geht der Ball durch, wäre es abseits gewesen. Aber da musst du als Verteidiger musst versuchen, den Ball abzuwehren und dann hoppst du halt rein. Ja. Das kann passieren. Aber die Situation ging über die linke Seite, weil der Chandler war erste Halbzeit. Ja gut, aber wenn er zum Ball geht, und dann muss er ihn aber auch klären. Also wenn du so einen früh im Training reingehauen hättest, dann hätte auch jeder gesagt, Eckes, was machst du da? Also es ist so, natürlich muss man auch im Fünfer schon Obacht geben, wo man seine Füße hat. Ja, also man ganz schuldlos kann man jetzt da nicht sprechen. Ja, heutzutage geht's eher. Aber er hat natürlich recht. Es wäre abseits dann gewesen, wenn der Ball durchkommt. Aber der Abwehrspieler versucht dann natürlich hinzulangen, aber er muss dann halt auch so hinlangen, dass er den Ball zur Ecke klärt. Ja, also. Na ja, gut, aber wenn du siehst. Bei Bayern in Dante passiert auch Eigentor. Ja, also da wird nicht so viel umdiskutiert. Also scheiß drauf, die haben einen Punkt geholt und der hat halt seine Haxen, der hat versucht, den Ball abzuwehren. Ist ja früher passiert. Man kann natürlich sagen, ist passiert und es ist ja auch so, aber man kann die Leute nicht immer von jeder Schuld freisprechen, bloß weil sie den Fuß irgendwie reingehalten haben. Ja, also, ja. Stefan, was würdest du in deiner Firma mit so einem machen wie in Alex Esswein? Hochtalentiert, immer wieder mal schöne Aktionen zwischendrin, aber dann manchmal von der Körpersprache, wie es der Egge so schön gesagt hat, man meint, wo ist er jetzt gerade? Dafür bin ich vielleicht zu weit weg, um das beurteilen zu können, ob das ein qualitatives Problem ist oder ein Einstellungsproblem. Wenn es ein Einstellungsproblem wäre, dann hätte er ein Problem in unserer Firma, denn ich denke, dass die Grundvoraussetzung bei jedem Job, egal ob du jetzt Fußballprofi bist oder irgendwas anderes machst, dass die Einstellung stimmt. Und ja, ich muss dir da recht geben, er macht dann teilweise einen abwesenden Eindruck. Er agiert ja auch unglücklich. Das war auch beim Spiel gegen Dortmund so, als er dann kurz vor Schluss das Ding auf die Tribüne haut, anstatt wenigstens das Tor zu treffen. Aber ja, ich weiß halt nicht, ist es eine Einstellungsfrage oder ist es eine Qualitätsfrage? Und das zieht sich halt durch den große Teile des Kaders meines Erachtens beim ersten FC Nürnberg. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut hier heute davor.
Der Club rangiert genau da eigentlich, wo er auch in seinem Budget steht. Und ich weiß nicht, ob man dann immer auch die großen Erwartungen haben kann und haben darf, dass jetzt der Club auf einmal um Platz 7 bis 9 mitspielt. Das hätte ich vor der Saison auch nicht erwartet, dass er da oben mitspielt. Und deshalb ist es jetzt da so einen rauszupicken, ein Esswein, der macht halt immer so ein bisschen gelangweilten und lustlosen Eindruck. Aber das kann auch gut sein, dass das einfach seine Körpersprache ist. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Marc, wie siehst du ihn? Also beim Alex muss man ganz ehrlich sagen, er kommt im Moment für das, was er kann, zu wenig rum. Aber das hat verschiedene Gründe. Meiner Meinung nach, du hast als Stürmer zwei Möglichkeiten. Entweder du machst was alleine oder aber du wirst vernünftig von deinen Nebenleuten eingesetzt. Und beides funktioniert im Moment nicht. Das muss man ganz ehrlich so sehen. Das heißt, die Stärken, die er hat, bringt er im Moment nicht auf den Platz. Sei es im Dribbling oder aber auch sei es dahingehend, dass er seine Schnelligkeit ausspielen kann. Und an der Einstellung weiß ich nicht. Natürlich muss man sich da immer wieder selbst überprüfen, aber wenn man als Fußballspieler auf dem Platz steht, glaube ich, fehlt eigentlich die Einstellung selten. Ja, sondern dann will man das Spiel auch gewinnen. Was ich auch das Gefühl hatte, aber es geht jetzt vom Alex weg, sondern es ist zum Beispiel auch im Defensivverhalten, die unterhalten sich zu wenig. Ne? Also die sprechen zu wenig miteinander. Ne? Wir werden ausgespielt an unserem eigenen 16er, wo ein Bremer, wir stehen 2 gegen 2 und ein Bremer zieht den Ball mit der Sohle nach hinten und unsere zwei stehen da und der andere hinterläuft und nimmt den Ball mit und ist völlig frei. Da muss ich doch sagen als Spieler, ich bleib beim Ball, geh du mit ihm mit. Oder ich muss uns unterhalten. Und ich habe genau drauf geschaut und es ist phänomenal gewesen. Hat keiner einen Ton gesagt. Und dann war der andere völlig, völlig frei und hat plötzlich schießen können. Also das sind so Sachen, wo ganz, ganz viel Arbeit in allen Mannschaftsteilen eben da ist. Und wenn man es dann wieder nach vorne überträgt, es ist schon so. Ich sehe zum Beispiel auch kaum einen vernünftigen Pass in die Schnittstelle vorne, wo der Alex Esswein dann von außen Tempo aufnehmen kann und kann durchlaufen. Ja, also es sind leider viele, viele Baustellen. Ja. Also die Sprachfaulheit auf dem Platz, Dieter, die hast du ja auch schon mal moniert gehabt, aber das ist eher auf die Kommunikationsproblematik. Ja, das will ich jetzt gerade sagen, vielleicht verstehen sie sich noch nicht so hundertprozentig, das weiß man ja. Gut, solche Aktionen in der Abwehr, das kann schon passieren und vielleicht dass der Nielsen ausgefallen ist, ja, muss man ja auch sagen, dass der absolute Steiger, Innenverteidiger, auch Kopfballsteiger, Innenverteidiger, dass der gefehlt hat. Und wann hat der Banja das letzte Mal gespielt? Dem hat er auch wahrscheinlich ein bisschen die Spielpraxis gefehlt, ja. Und dann Bogertes und der Banja, die müssen sich dann auch verstehen und innerhalb von einem Spiel ist das natürlich schon schwer, ja. Aber ich muss sagen, sie waren aber trotzdem einigermaßen ganz gut gestanden. Und du hast ja noch einen Schäfer gehabt, und der ja auch wieder am Samstag oder am Sonntag wieder einer von den Besten war. Ja, ein Goethe würde sagen, hier stehe ich nun, ich Dame-Tor, und bin so klug als wie zuvor. Wenn man so die Statements nach dem Spiel letztendlich sich anhört, und Raphael Schäfer, ich bin noch ganz verwirrt, als er nach dem Spiel gefragt worden ist. Ich weiß nicht, das Spiel so richtig zu deuten. 40 Minuten Grütze und dann hinten raus hätten wir es fast noch gewinnen können. Dieter, jetzt haben wir ja schon oft über Spiele geredet. Wir hatten oft diesen Tenor. Naja, das werden wir noch öfters haben. Das werden wir wirklich noch öfters haben. Ja? Also wir werden noch öfters hier sitzen und über ein Spiel diskutieren, wo der Club dann die erste Halbzeit wieder irgendwie verschläft oder super spielt und dann die zweite Halbzeit verschläft oder super spielt. Und das wird sich die ganze Saison hin durchziehen. Also ich bin da nicht guter Dinge, dass wir irgendwann einmal da sitzen, dass 3, 4 Spiele hintereinander wir da alle sitzen und jubeln und alles Friede, Freude, Eierkuchen und der Club hat so viele Punkte und dann wird wieder vom UEFA-Cup-Platz geredet und die Saison wird richtig, wie soll ich sagen, ekelhaft. Mhm. Richtig ekelhaft, würde ich. Aber jetzt gibt es ja am Sonntag den großen fränkischen Sportsonntag, der Club daheim gegen Hamburg, und danach die Dauerkartenbesitzer vom Club können zum halben Preis noch zum Eishockey gehen. Die sind immerhin Tabellenführer. Das wird der Club wahrscheinlich in nächster Zeit nicht schaffen. Trotzdem, 5 Punkte nach 7 Spielen ist eigentlich zumindest von der Bilanz her zu wenig, Stefan.
Ja, absolut. Ist es zu wenig und deshalb steht man ja da, wo man steht, und das wird richtungsweisend sein am Sonntag. Wenn du verlierst gegen den HSV, dann bist du auf dem Abstiegsplatz bzw. Relegationsplatz, und das wird, glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel werden, wie auch die kommenden Spiele dann angegangen werden können. Wesentlich bedeutender als gegen Bremen, bin ich fest von überzeugt, weil einfach auch die Tabellenkonstellation nun mal da ist. Dann wärst du 3 Punkte weg auf Hamburg. Schalke steht ja mit 8 Punkten drüber. Die werden da jetzt auch nicht ewig bleiben, glaube ich zumindest nicht, dass Schalke da in den Tabellensphären weiterspielen wird. Die werden sich erholen. Und das ist die große Herausforderung am Sonntag spielen, nicht zu verlieren. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Weil dann, glaube ich, kommt die große Unruhe. Jetzt hatten wir letzte Woche einen Ralf Voy hier zu Gast. Der hat ein bisschen erzählt, aus dem Nähkästchen geplaudert, wie so in den Wochen vor dem Dortmund-Spiel in der Geschäftsstelle und in diesem Funktionsgebäude so abging, was bei ihm intern so abging, wo er schon gemerkt hat, schlaflose Nächte, die Situation wird langsam unruhig, die letzten 2 Spiele haben ein bisschen beruhigt, aber so richtig ganz ruhig darf es da drin noch nicht sein. Du kennst es, was da drin abgeht, im Aufsichtsrat und rund um den Verein, sicherlich besser als jeder andere, du warst ja auch 4 Jahre mal in diesem Gremium. Ja, dass jeder, der ein Clubherz hat, in den letzten Wochen nicht gerade frohlockt hat, dürfte, glaube ich, jedem klar sein. Also, dass das eine schwierige Situation ist, und wenn man das eben auch dann richtig noch einschätzt, auch so wie es der Eckes gesagt hat, auch noch bleiben kann, muss auch jedem klar sein. Und dass man da mal die eine oder andere Nacht dann etwas unruhiger schläft, weil ihm verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen, glaube ich, geht den meisten Leuten so, die wirklich sich intensiv mit dem Club auseinandersetzen. Und wie jetzt schon gesagt, kommt es halt darauf an, wie es jetzt gegen Hamburg ausgeht. Meiner Meinung nach müssen sie auch mal versuchen, von Haus aus im eigenen Stadion mehr Druck zu machen, drauf zu gehen und wirklich versuchen, HSV ist ja auch keine Übermannschaft, das muss man jetzt auch mal sehen. Das heißt, da muss man eigentlich das Herz in die Hand nehmen, rausgehen und muss sagen, heute fegen wir sie vom Platz. Es tut mir leid. Also wenn ich 5 Punkte habe, ich weiß, dass die Situation schwierig ist. Ich war oft genug im Abstiegskampf, aber da muss der Zuschauer spüren, die gehen heute mit Herz auf den Platz und die wollen hier das Ding einreißen. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ob das dann am Sonntag so kommt. Inwieweit wird denn in solchen Fällen hinter den Kulissen, sage ich mal, so mögliche Denkszenarien aufgebaut? Was passiert, wenn man zum Beispiel gegen Hamburg richtig aus die Mütze kriegt? Schmiedet man in dieser verantwortlichen Position Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung da schon Notfallpläne? Was wäre, wenn? Also ich glaube, dass das nicht macht. Da muss man schon dann der Situation geschuldet dann auch erst dann reagieren, wenn der Fall eingetreten ist. Also alles andere ist Vergeudung von Energie und wobei natürlich die Verantwortlichen sich schon Gedanken machen müssten, was passiert, wenn, aber da lassen sich die Verantwortlichen in dem Fall dann auch nicht in die Karten schauen. Ja. Ja, weil Stefan, denke ich mal, das wäre als Firmenleitung ja dann wahrscheinlich auch grob fahrlässig, wenn man es nicht tun würde. Ja, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann sollte man natürlich sich Gedanken gemacht haben. Den sehe ich aber nicht. Also das ist leider im Profisport so. Es ist sehr kurzweilig und nicht so nachhaltig, wie es sicherlich in den mittelständischen Unternehmen ist. Da haben wir keine, denken wir nicht von Woche zu Woche. Wir spielen halt auch nicht, wir haben auch keine Bilanz von Woche zu Woche. Deshalb habe ich da ein gewisses Verständnis für, aber jetzt am 8. Spieltag ein Trainer, der ja im letzten Jahr eigentlich mehr oder weniger eingesprungen ist, nach dem doch sehr kurzfristigen
Weggang von Dieter Hecking und dann eine, wie ich finde, sehr gute Rückrunde gespielt hat, dem jetzt nach acht Spieltagen so massiv da unter Druck zu setzen, und ich halte es nicht für richtig. Ich glaube auch nicht, dass er auf einmal jetzt der schlechtere Trainer ist, und ich denke, die Verantwortlichen müssen sich vor allen Dingen Gedanken darüber machen, bin ich zufrieden mit der Arbeit des Trainers, und da würde ich mich sehr, sehr wundern, wenn jetzt, wie gesagt, nach dem achten Spieltag, auch so wie ich den Michael Wiesinger kenne und einschätze, der da nicht alles für geben würde, dass jetzt der erste Dreier bei rausspringt, und der leidet da wahrscheinlich mit am meisten auf der Bank, und deshalb würde ich mir jetzt zu dem Zeitpunkt noch keine Gedanken dazu machen, sofern ich davon überzeugt bin, und davon gehe ich aus. Viel hängt sicherlich vom Ausgang des Hamburg-Spiels ab, was da der Club für Möglichkeiten hat, was er denn da machen muss, um erfolgreich dort zu bestehen. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber wie immer an dieser Stelle haben wir unserem Publikum im Internet unter www.clubexpertenforum.com dazu aufgerufen, Fragen zu stellen an diese Runde hier oben. Und dafür haben wir unsere zauberhafte charmante Melli mit dabei, mit den Fragen vom Publikum. Eine Frage kommt von Peter. Deshalb die Frage an dich, Marc. Du warst 26 Jahre im Verein. Was war dein schönstes Erlebnis? Tja, das schönste Erlebnis waren sicherlich die Aufstiege, die ich mit dem 1. FC Nürnberg feiern durfte. Und die bittersten dann dadurch begründet die Abstiege, weil da sind wir ja leider auch das eine oder andere Mal runtergegangen. Und im Prinzip muss man ganz ehrlich sagen, ja, auch in der Jugend, die Vize-Deutsche Meisterschaft war ein tolles Erlebnis, aber das rückt alles in den Hintergrund, dann, wenn man dann Profi ist. Dieter, was war dein schönstes Erlebnis? Ich habe mal ein Kopfballduell gegen Marc Oechler gewonnen. selten. Nein, das war wirklich so. Ne? Also ich habe nicht viel Kopfballtore geschossen, aber das schönste Erlebnis war noch hier am Frankenstadion mit Waldhof Mannheim, das weiß ich noch damals, das sind sie abgestiegen in die Regionalliga. Und da habe ich ein Kopfballduell gegen Marc Oechler gewonnen und habe das 4-2 geschossen mit dem Kopf. Aber da waren die sauer hinterher, das weiß ich noch. Das war ein schönes Erlebnis. Ja. Nee, also mein schönstes Erlebnis war einfach, das habe ich ja schon mal gesagt gehabt, das war auch der Aufstieg in die erste Bundesliga damals, das 2-0 gegen Hessen-Kassel. Und die zwei UEFA-Cup-Spiele mit dem Club gegen AS Rom. Das sind Highlights und Erlebnisse, die man ewig lang, das behalten wir immer. So. Marc, es gab eine Geschichte, du wurdest mal erwischt vor dem Spiel mit einem Leberwurstbrot. Mit der Geschichte wirst du immer wieder in Verbindung gebracht. Schade, oder was sagst du dazu? Hängt sie dir nach, die Geschichte? Nee, also mir persönlich nicht, aber ich werde natürlich öfters darauf angesprochen. Das war so, um das ein für alle mal öffentlich mal richtig zu stellen, dass wir praktisch nach zum Kaffee trinken, wenn wir Abend gespielt haben, nicht nur Kaffee und Kuchen eben bekommen haben, sondern auch belegte Brötchen. So, und da mir damals eben diese belegten Brötchen nicht unbedingt geschmeckt haben, habe ich im Hotel gefragt, ob sie auch eine Leberwurst hatten, und das haben sie mir dann gebracht. Und so wie es dann halt ist, haben wir an dem Abend verloren, und schuld war dann das Leberwurstbrötchen. Wer war denn der Trainer? Ich glaube, uns Willi. War Willi Trainer? Ja, Entenmann. Habt ihr euch das Leberwurstbrot geteilt, oder? Da gab es noch andere Aktionen. Also daher, es gab auch zwei Spieler, die haben sich nach dem Abendessen noch zwei riesengroße Wurstplatten aufs Zimmer bestellt. Aber da glaubt, dass der Marc auch noch dabei war. Nee. Der war damals da, ja. Da war, also ich war damals satt, aber wenn jetzt ein Spieler abends um 10 dann im Hotel noch Hunger hat, soll er sich dann hungrig ins Bett legen? Also heute wäre das überhaupt keine Frage mehr. Aber natürlich sollte man dann nicht ein Mitternachtsbuffet einnehmen und am nächsten Tag über den Platz rollen. Ne? Aber ansonsten ist das, finde ich, überhaupt kein Problem. Also das sind die, und da damals ging es um Spieler, die waren knapp 30. Also die sollten wissen, was sie machen, und manches wird dann auch übertrieben. Ja. Danke.
diese Klarheiten, diese Geschichte hast du endlich mal damit aufräumen können. Aber das ist schon eine Sache, die dir irgendwie deine Karriere über nachhängt. Ja, weil man immer wieder mal dann auch von Leuten und von Fans darauf angesprochen wird. Was war damals mit dem Leberwurstbrot? Und dann sage ich, ja gut, im Prinzip war das überhaupt nichts Außergewöhnliches, sondern wie gesagt, ich wollte keinen Kuchen und ich wollte kein Marmeladenbrot, sondern ich wollte ein bisschen was... Was anders Geschmackliches. Was Deftiges und halt, was ja, nicht so schwer im Magen liegt. Ne? Ja, das war, Ecke, du weißt doch, die Frage ist, ob man so ein Leberwurstbrot isst, ne? Praktisch ein Brot sich aufschneiden lässt, oder ob man ein halbes Brötchen isst. Also, du hast denn im Spiel zwei Tore geschossen. Aber gell? Es ist, wie gesagt, das ist ja deswegen aufgekommen, weil wir verloren haben. Ach so, wenn ich zwei Eigentore. Wenn ich das Brötchen gegessen habe und wir hätten gewonnen und ich hätte vielleicht noch zwei Tore gemacht, dann wäre mir dann das jedes Mal serviert worden. Ne? Das ist auch klar. Aber insofern war das eben dann die Geschichte, die einem dann öfters beschäftigt und anhaftet. Ne? Aber unter dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein, was die Punktausbeute ankommt, schauen wir mal wieder aufs Sportliche, auf das Hamburg-Spiel. Stefan, was muss man machen, damit endlich mal der erste Dreier in dieser Saison für den Club hängen bleibt? Puh, ich das wüsste. Das ist wahrscheinlich hier, sondern beim Trainerstab. Nein, ich glaube, es ist, Eckes hat es eben gesagt, du musst halt schauen, dass du die Konzentration A von der ersten Minute an findest in diesem Spiel. Große Fehler darfst du dir nicht leisten. Du kannst auch nicht darauf vertrauen, dass du wieder drei schießt, wie jetzt gegen Bremen. Ich präferiere auch dieses 4-4-2-System. Halte da den Club für wesentlich gefährlicher und nicht so berechnend. Das muss man ja auch sagen. Außer den Standardsituationen fehlt mir manchmal die Kreativität. Deshalb sehe ich auch Kiyotake da im Zentrum spielen. Das ist für mich eigentlich der einzige Spieler in der Mannschaft, der wirklich auch außergewöhnliche Momente da hat und diese tödlichen Pässe spielen kann. Und ja, du hast auch eben gesagt, die müssen rausgehen. Es beginnt quasi der Abstiegskampf in so einem Spiel, weil du rutscht unter den Strich, wenn du verlierst. Und wir müssen alles geben und einen guten Tag erwischen. Auch an sich glauben ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass du da nicht rausgehst und Angst hast, sondern du musst an dich glauben und dann klappt es oder es klappt eben nicht. Nürnberg ohne Ginzek. Wäre es so gewesen wie damals Nürnberg ohne Eckstein, wenn er mal verletzt gewesen wäre? Oder kann man den heutzutage irgendwie kompensieren? Nee, das wird schon schwer jetzt die nächsten Wochen. Ja. Der Pekert versucht natürlich jetzt das Bestmögliche draus zu machen. Aber wie gesagt, er braucht Unterstützung, der Pekert. Und ich hoffe natürlich, dass am Sonntag wirklich offensiv, weil sie müssen gewinnen, auch wieder mit zwei Spitzen spielen. Ja. Man kann die Defensive ein bisschen verstärken, lässt den Kiyotake hinter den zwei Spitzen spielen. Und jetzt am Sonntag, es zählt. Ja, wir sitzen jetzt jede Woche da und sagen, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag. Aber ich sag's halt auch wieder, aber den Sonntag zählt es. Es hilft nichts anderes als ein Sieg. Ein Punkt wäre wie eine Niederlage. Und eine Niederlage wäre tödlich. HSV holt jetzt einen Punkt in Frankfurt, da werden andere Mannschaften noch verlieren. Ja, ein neuer Trainer, die werden die Woche auch bestimmt so ranklotzen, dass sie in Nürnberg richtig topfit sind. Und es wird wieder... Warten wir mal ab, wie wir nächste Woche da sitzen. Ja. Dann jetzt haben schauen wir mal. Wir uns ja hier oben sind uns relativ einig, dass es eigentlich Quatsch ist, nach 5-6 Spieltagen zu reagieren und den Trainer vor die Tür zu setzen. Eine Mannschaft hat es gemacht, der HSV, hat den Fink rausgesetzt, Bert van Marwijk rein. Ist das denn dann schon ein Zeichen, dass auch schon in der letzten Saison da einiges schief gelegen ist, dass man zu so einer Maßnahme so früh in diese Saison greift, Stefan? Kann für mich nur so sein. Also nochmal als Wiederholung, wenn ich davon überzeugt bin, mit einem guten Trainer in die Saison reinzugehen, kann ich mir nicht erklären, wie ich nach 5-6 Spieltagen dann so einen Trainer entlasse. Da muss schon im Vorfeld was gewesen sein, vielleicht in der letzten Saison, aber der HSV präsentiert sich ja in den letzten Monaten, / Jahren, als ziemlich unaufgeräumt und offensichtlich auch in der Vereinsführung sich überhaupt nicht einig. Und nur so erklärt sich mir das, dass man diesen Schluss gezogen hat. Jetzt treffen am Sonntag die beiden moralischen Sieger des letzten Spieltags aufeinander. Die beiden, die Rückstände immer wieder aufgeholt haben. Der Club zweimal, die Hamburger zweimal. Eckes,
wird es ein freudiges Fußballspiel vor lauter überemotionalisierten Mannschaften. Ja, das geht bestimmt 8-8 aus oder sowas am Sonntag, 100%. Nee, also der, wie gesagt, der Club muss gleich von Anfang an zeigen, wer Herr im Hause ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Club jedes Mal so einen Rückstand aufholt. Ja, jetzt in Bremen auch das 2-0, das 3-2, da haben sie Moral gezeigt, aber in jedem Spieltag so einen Rückstand aufzuholen, kann man fast nicht vorstellen. Mir wäre es lieber, wenn der Club mal 3-0 in Führung geht oder 4-0 in Führung geht, ne? Dass endlich mal Ruhe ist im Haus. Aber ist ein langer Weg bis dahin. Ne? Aber ich habe eigentlich immer ganz gutes Gefühl gegen HSV gehabt. Also auch in der Zeit, ich glaube, ich ganz selten, dass ich gegen HSV mal ein Spiel verloren habe. Auch in Nürnberg, da war der ÖA dabei. Also jedes Mal, wenn die gekommen sind, haben wir sie geputzt. Und am Sonntag müssen wir sie wieder putzen. Also dann müsstet ihr bald... Dann müsstet ihr beide sozusagen als Motivationshilfe vor dem Spiel in die Kabine, um zu sagen, schaut mal her, so kann es funktionieren. Ich weiß nicht, ob uns noch viele kennen. Nee, dich aus deiner Aussichtsratszeit sicherlich noch so lange hängt ihr ja auch noch nicht her. Also die müssen natürlich mitkriegen, die ganze Woche schon, was jetzt auf dem Spiel steht am Sonntag. HSV wird uns auch nicht so einfach machen, gehe ich davon aus. Mit dem Trainerwechsel und mit dem Unentschieden aus Frankfurt im Rücken. Die wollen natürlich auch um keinen Preis verlieren. Aber das darf uns nicht stören. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ausführlich erklärt, wir müssen da rausgehen und müssen das Spiel gewinnen. Ganz einfach. Und zwar mit allem, was uns zur Verfügung steht. So, also Egges, ein bisschen psychologische Kriegsführung, ein paar Bilder von Silvi und sonst irgendwas in der Stadt verteilen, dass der Raffer ein bisschen abgelenkt ist und dann funktioniert die Holland-Connection nicht bei den Hamburgern? Ach ja, gut, Silvi, das ist ja, die brauchst du nirgends aufhängen, also da ist niemand abgelenkt, also bitte, sei mir nicht böse. Man muss das jetzt von einem Spieler abhängig machen. Wie gesagt, ein neuer Trainer, die Mannschaft von HSV wird bestimmt auch hoch motiviert sein, mit dem Punkt im Rücken von Eintracht Frankfurt. Nee, der Club muss sein Spiel durchziehen, aber fertig, ein bisschen offensiver aufstellen, Dampf machen, Gras fressen. Es gibt nichts anderes wie 3 Punkte. Und dann setzen wir uns nächste Woche wieder zusammen und dann diskutieren wir über den Sieg. Stefan, wie siehst du es? Das habe ich mir im Vorfeld oft mit den Fans unterhalten und viele sagen, jetzt kommt Hamburg ausgerechnet jetzt, wo die so einen schönen Negativlauf hatten. Schmeißen die den Trainer raus und setzen dann anders hin. Sowas trifft immer uns Nürnberger, dass die da eine neue Motivationshilfe sich von außen holen, bevor sie hier den Club spielen. Ja, so ein bisschen typisch fränkisch. Man hört es ja, denke ich, dass ich leichten Migrationshintergrund habe. Also es gibt Spieler in der Mannschaft, die mich als Südschweden bezeichnen. Ich komme also aus Nordrhein-Westfalen und bin hier vor 9 Jahren hingekommen nach Nürnberg und das ist dann bei diesem tollen Traditionsverein, habe ich das oft schon vernommen, diese Skepsis, diese auch immer das Negative da zu suchen. Ich würde es als Chance sehen, du hast jetzt die Chance gegen die Mannschaft, die genau unter dir steht, dich abzusetzen, 3 Punkte und dich mit diesen Randthemen zu beschäftigen, ob Silvi van der Vaart oder dass da jetzt ein neuer Trainer ist, das darf keine Rolle spielen. Da darf auch kein Motivationsschub nötig sein. Die müssen brennen auf dieses Spiel, weil halt auch wirklich was auf dem Spiel steht. Es geht nicht nur um diese 3 Punkte, meiner Meinung nach. Du hast danach 2 Auswärtsspiele und die Gegner werden auch nicht schlechter, die da kommen. Und deshalb, ich würde es, du musst das Positive sehen und das Positive ist, du hast erst 2 Spiele verloren in dieser Saison, das haben auch wenige Mannschaften und du bist jedes Mal, das ist das Positive, nah auch an einem Sieg dran gewesen, also selbst gegen einen Champions-League-Finalisten wie Dortmund, wenn der S-Wein in den reinschießt, dann gehen die mit einem 2-1-Sieg nach Hause gegen eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga und das musst du dir sagen, das ist nicht weit weg ist vom Sieg. Marc, wie siehst du den HSV aktuell im Vergleich zum 1. FC Nürnberg? Es ist auch eine Mannschaft, die massiv Probleme hat, wenn sie unter Druck gesetzt wird. Ja, das sieht man in den letzten Spielen und das hatten sie auch gegen Ende der letzten Saison. Ja. Und deswegen wird es für uns das Ziel sein, in einem Heimspiel den HSV unter Druck zu setzen. Ja, und deswegen würde ich mir wünschen,
nicht so viel zu reagieren, sondern versuchen zu agieren, ja, drauf zu gehen, Chancen sicher arbeiten, Fouls rauszuholen, ja, Freistöße zu kriegen, Ecken zu bekommen und eben Tempo zu machen und Betrieb zu machen, ja, weil nur dann, wenn wir versuchen, den HSV unter Druck zu setzen und unsere Chancen suchen nach vorne, wenn wir, sage ich mal, die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Schauen wir mal ein Thema weiter. Im Oktober sind die nächsten Wahlen wieder in den 1. FC Nürnberg Aufsichtsrat. Vor 2 Jahren hast du den Aufsichtsrat verlassen, aber wirst schon wieder rein, oder? Ja, ich habe mehr oder weniger vor 2 Jahren zu wenig Stimmen bekommen und habe mich aber dazu entschlossen, wieder zu kandidieren. Also es war eine schwierige Zeit damals von 2007 bis 2011 mit dem Abstieg. Und ich bin ganz einfach der Überzeugung, dass es gut für den Verein ist, weil es ist auch mein Verein. Ich habe für den Verein über 1000 Spiele gemacht als Kind und als Erwachsener. Und ich bin der Meinung, dass in die Führung des Vereins auch Leute mit sportlichem Hintergrund eben rein müssen. Und deswegen stelle ich mich auch am 14. Oktober wieder zur Wahl. Erklär mal genau, was macht man eigentlich in so einem Aufsichtsrat? Du warst ja da 4 Jahre drin gesessen, nickt man da immer nur ab, wenn der Vorstand Sport sagt, wir hätten da mal wieder 5 Millionen, die wir für einen Spieler ausgeben wollen. Und dann sagt er, ja, passt, super, kostet nicht 6, können wir auch machen. Oder inwieweit redet ihr da bei diesen Geschichten wirklich mitgestaltet mit und seid auch mal die Bremse oder auch das Zugpferd für irgendwelche Geschichten? Ja, dazu muss man sagen, der Aufsichtsrat besteht ja aus 9 Leuten und jeder hat da auch eine eigene Meinung. Und Leute, die sich aber im Sportbereich nicht so auskennen oder das sich nicht für sich so proklamieren, die werden natürlich da sich dann nicht so viel äußern. Ja, also im Prinzip ergibt der Aufsichtsrat, sollte er die Richtlinien vorgeben, die dann der Vorstand mit umsetzt. Ja? Der Vorstand macht auch Vorschläge natürlich und die können aber auch abgelehnt werden. Ja? Nur wenn jetzt 9 Leute drin sitzen und es kommt ein Vorschlag vom Vorstand und 7 Leute haben sich mit dem Thema überhaupt noch nicht befasst oder haben da keine können da kaum Stellung dazu nehmen, ja, dann wird oft mal auch was abgenickt. Ja. 9 Leute im Vorstand, beim Fußball braucht man 11, da wären noch 2 Plätze frei, Eggis. Ist dir das zu politisch, so Aufsichtsrat? Ach, hör mal auf mit dem Käse. Nein, also das wär nichts für mich, also da in den Aufsichtsrat rein, da wird dann rumdiskutiert und gemacht und letztendlich wird der erste Vorstand oder der Vorstand wird dann wahrscheinlich so entscheiden, wie er denkt, ja, also so ist es nicht. Nee, also der Marc, also ich hoffe natürlich, dass er mal wieder reingewählt wird, er hat schon recht, dass da einen auch in die Vorstandschaft einfach jemand reinkört, wo er vom Fußballerischen auch noch ein bisschen im Kopf hat und er war ja schon mal drin und ich drücke die Daumen, dass er wieder reingewählt wird, weil es gehört halt auch ein bisschen jemand rein mit Fachwissen übers Fußball. Es geht ja nicht nur um den sportlichen Hintergrund. Der ist natürlich meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Aber ich habe ja auch das wirtschaftliche Know-how, was jetzt da auch dazu gehört. Und ich kann halt viele Sachen auch beurteilen, weil ich so lange in dem Geschäft Bundesliga-Fußball auch war. Und verschiedene Sachen bin ich der Meinung, tut man sich einfacher eben zu bewerten und zu beurteilen, wenn man es auch selbst erlebt hat. Ja, und man kann auch vielleicht, wenn es gewollt ist, dann auch mit eingreifen oder eben mit anschieben, um verschiedene Sachen dann zu verbessern, wenn man eben sieht oder wenn man erkennt, das läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Stefan, wie siehst du momentan den 1. FC Nürnberg so aufgestellt, von seiner strukturellen Ebene her? Strukturell sehe ich ihn gut ausgestellt. Das hat ja auch der Konsolidierungsprozess, der vollzogen wurde in den letzten Jahren, gezeigt. Also es ist ja ein Schuldenabbau vollzogen worden.
ich spreche das nochmal aus dem, da wo ich geboren bin, an. Hast du auf 60, 70 Kilometern 5, 6 Bundesligisten, teilweise Top-Bundesligisten. Und in einer so, und das ist, ja, ich nicht nur, weil ich jetzt hier lebe, in so einer Stadt wie Nürnberg mit der europäischen Metropolregion, da gehört A, ein Bundesligist rein, B, würde ich mich freuen, wenn es auch wieder ein Bundesligist wäre, der um internationale Plätze mitspielen kann. Und das ist, denke ich, auch eine große Aufgabe für die kommenden Jahre, dass du dich nicht jedes Jahr leer kaufen lässt. Also du musst immer die Top Performer der Vorsaison abgeben an Vereine mit größeren finanziellen Mitteln. Und ich glaube, das müsste das Ziel sein, für also mittelfristiges Ziel sein für die kommenden Jahre, es zu schaffen, den Club finanziell so aufzustellen, dass du auch mal sagen kannst, nee, der bleibt hier, beziehungsweise der Spieler sagt, ich bleib hier, weil ich auch die sportlichen Perspektiven habe und du die Möglichkeit hast, auch wirklich adäquaten Ersatz relativ einfach holen zu können, um dann langfristig nicht jedes Jahr, und das ist es ja eigentlich, du hast mal eine gute Saison dabei, aber du spielst schon jedes Jahr irgendwo gegen den Abstieg mit Ausnahmen nach oben und nach unten. Und ich glaube, das wäre das Ziel, das würde ich mir wünschen für diesen Verein und für diese Region. Das lassen wir doch mal als mittelfristiges Ziel schön so als Fast-Schlusswort stehen. Ich lasse euch natürlich nicht raus vor dem zweiten nordfränkischen Derby. Ah, haben wir mal wieder den Wecker vorher schon angekündigt gehabt, bevor ihr mir einen Tipp abgibt. Wie geht's aus? Egges hat bisher alles auf Sieg getippt und damit immer richtig getippt. Wie geht's diesmal aus gegen Hamburg? 1-0. 1-0 für den Club. Stefan? Oh, okay. Das ist ein Silber van der Vaart, das Silby van der Vaart-Fan wahrscheinlich, oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nachdem ein 2-2 für uns eine Katastrophe in Anführungszeichen wäre, hoffe ich doch auf einen knappen Sieg für den Club, egal ob 1-0 oder 2-1 oder. Also ich würde es mir auch wünschen, Entschuldigung, nicht. Ich würde es mir wünschen, dass der Club gewinnt, weil es war ja mein Tipp. Zu spät. Ja, Wünsche dazu muss man immer in den Himmel gucken. Dafür gibt es ja einen Stern, der erste FC Nürnberg Stern hast. Und den gibt es wie immer als Geschenk an unsere Gäste. Heute überreicht von unserer zauberhaften Melli. Wer so ein Sternzertifikat haben möchte... Ab einer Spende von 5 Euro auf unserer Homepage gibt es dazu mehr, kriegt man so ein Sternzertifikat und beteiligt sich daran. Das Geld geht ans Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Vielen Dank. Dankeschön. Ein Dank an dieser Stelle an unsere Sponsoren, ohne die wäre diese Sendung gar nicht möglich. Nächste Woche hier zu Gast Stefan Jablonka von der Nürnberger Zeitung. Dann unser Dave vom Club Expertenforum und natürlich der Eckes. Danke an die Runde hier oben, danke ans Publikum. Einen schönen Abend.